Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier von Fallout 2. So, ja, wir haben uns hier mit den Salvatores angelegt und sind da schon ganz gut vorangekommen. Und ich glaube, ich war dabei, hier das Zimmer zu looten, nachdem wir uns hier mit den Kollegen, die auf dem Boden liegen geblieben sind, ein wenig näher beschäftigt haben und das ein oder andere Überraschende entdecken konnten. Und ich glaube, wir hatten hier dann auch noch die Leute hier so ein bisschen hochgehalten und selber auch. Weil wir, oh, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht mal die Waffe nachladen, bevor ich hier wieder auf Dauerfeuer gehe. So, und dann schauen wir mal, was dieses Regal hier zu bieten hat. Ich denke, wir waren ja noch nicht ganz durch. Oh, Geld ist schon mal gut. Ein Feuerzeug. Mhm, ja, ich meine, okay, warum nicht? Dienst Electronics. Ich nehme das mal alles mit. Ob ich die Dienst Electronics noch gebrauchen kann oder nicht, das werden wir gleich herausfinden. Die schnappe ich mir nämlich direkt. Ich will ganz kurz hier nachschauen. Was könnte das sein? Wahrscheinlich reparieren. Ich vermute mal sehr stark reparieren. Und da sind wir auf jeden Fall noch entsprechend haben wir da Bedarf. Auf der anderen Seite Elektronics. Könnte das vielleicht so in diese Richtung vielleicht auch gehen? Ich bin mir da jetzt wirklich nicht sicher, ob das jetzt so ist oder nicht. Wir halten uns mal hier, ne, die 14 und hier mal so die 55 im Auge. Alles andere dürfte da eigentlich relativ wenig mit zu tun haben. Ja. Du lernst viel über die Reparatur elektronischer Geräte. Okay, ja, dann schauen wir mal nach. Reparieren ist besser geworden. Reparieren ist besser geworden jetzt auf 59. Immerhin, immerhin, immerhin 4% mehr. Besser als nichts. Ja, das war schon mal schön. So. Was mit dem Feuerzeug? Kann ich damit irgendwie zaubern? Silbernes Butanfeuerzeug im guten Zustand. Ich halte das mal fest. Wie gesagt, notfalls bringt das Geld. Wenn vielleicht sonst schon nichts Vernünftiges, aber immerhin das. Das ist, ja. Dann hätten wir da vorne noch eine Kiste. Ich nehme mal gerne diese Spritze. Sauerstofftank und Erste Hilfe. Nee, komm, also ich habe Sauerstofftank, weiß ich nicht. Und Erste Hilfe, ich habe die noch nie benutzt. Vielleicht zu meinem Schaden, aber nun gut. Oh, haben wir die Kiste schon mal gelootet? Oder ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wo ist da nichts drin? Was hat es mit diesem Schreibtisch auf sich? Was zu übersehen. Peter. Die Energiezahl. 225. Zwei Steampacks. Die nehmen wir alle mit. So, der Rest kann bleiben. Also hier, ne, ich will hier meine Leute nicht noch mehr mit Waffen und so beladen. Ja. Wird langsam größten wahnsinnig. Ich lasse Waffen und Munition liegen. Das ist, ganz gefährlich. Gut, wir speichern. Weil, ja, wir haben gleich ein bisschen Spaß da unten. Davon gehe ich mal ganz einfach aus, weil das waren ja auch noch Leute von ihm. Und denke nicht, dass die uns so einfach ziehen lassen werden. Das wäre zwar sehr schön, aber ich glaube, da ist, ja, also sehr realistisch ist das nicht. So, ich bin immer noch auf Einzelfeuer. Das ist so, naja, oh, 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 ja. Oh, oh, da fängt der Ärger auch schon an. Ich stehe ein bisschen... Da stehe ich ungünstig. Ich weiß es gar nicht. Hm. Jetzt von ihm da gerade so beschossen worden. Also erstmal hier ein Dauerfeuer nach Möglichkeit. Wobei, wenn ich jetzt baller, dann würde ich den armen Sulek damit mit Dauerfeuer auf jeden Fall treffen. Davon gehe ich einfach mal aus. Dann machen wir das anders. Dann muss ich gleich auch wieder auf Einzelfeuer umzwitschen. Ich gehe mal so ein paar Schritte in die Richtung. Und kann ich jetzt überhaupt noch schießen? Noch 5 Aktionspunkte frei. Das sieht ganz gut aus. So. Gut. Ja, jetzt wird es natürlich heftig. Ich weiß jetzt. Oh, holalalalala. Ist wundersauber aus allen Ecken. Uiuiuiuiuiui. Das könnte lustig werden. Was hat Sulik vor? Er stürzt sich da auf jemanden. Ich hoffe, er rennt nicht wieder weg. So, gut. Ich habe jetzt freies
So viel zu dem Thema. Ich hoffe, er rennt nicht wieder weg. Hat er gerade auf Cassidy geschossen? Was geht ja? Ich hoffe mal, er hat einfach daneben geschossen. Warum läuft der immer weg? Was ist mit dem Sulik los? Habe ich irgendwas verpennt? Wieso ist der so, der war doch sonst immer so Heidewitzka, Herr Kapitän, immer drauf und so. Vielleicht sollte ich seine Kampfeinstellungen doch nochmal ändern. Irgendwas, das gefällt mir nicht. Ich verliere dadurch immer einen Mann. Sehr, sehr seltsam. So, den hat es direkt zerrissen, was schon mal nicht schlecht ist. Ich benutze mal so den letzten Tropfen Aktionspunkt, um hier so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Was nicht viel bringt. Ich will eigentlich mehr so hier hin, so, ne, um mich mit den Leuten da anlegen zu können. Jetzt spielen die hier alle mit, oder wie, oder was? Hä? Ach, die kämpfen jetzt gegen die Leute hier? Das ist interessant. Aha. Zeitlich ist gar nicht mitgerechnet. Die erheben sich sozusagen gegenüber ihren ja, Ausbeutern, Ärgermachern halt. Ich gehe mal hier so hin, um ein besseres Schussfeld zu haben und um nicht hier, ne, den Kollegen hier irgendwie im Weg zu stehen. Auch wenn ich jetzt da erstmal nichts machen konnte. So, ja, mit Sulik muss ich mal reden. Das Ganze nimmt hier irgendwie seltsame Formen an. Die Mädels sind ja echt mutig. Ups, sie ist zum Glück nicht tot, sondern nur in Anführungsstrichen umgestoßen worden. Schwer verwundet und so. Wehrt sich aber auch direkt. Dann würde ich doch mal sagen, bei der Gelegenheit. Das war's doch. Oh, die kriegen beide ihr Fett weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Machen kann ich nichts mehr. Ich kann nicht mehr laden. Dann beende ich meinen Zug. Also, die Mädels sind engagiert. Ja, die sind wesentlich mutiger und. Kampferprobte ja aus unserer Sulik, habe ich so das Gefühl. Oh, und ich bin noch 54 runter, das ist nicht so gut. Aua. Was bin ich, 54? Wow. Geiler Schuss. Kann man nicht anders sagen. Ja, mach den mal. Meine Mills. Mach den Typen da mal fertig. So, 48, ich mach mal folgendes. Achso, ich mache im Augenblick gar nichts, weil ich nichts machen kann im Augenblick. Aus irgendwelchen Gründen. Die laufen hier ständig hin und her. Aber jetzt. Winter. Man vielleicht vorher schon machen sollen, aber naja. So, her mit den Spritzen. Da werde ich mir auch direkt mal eine gönnen. Vielleicht auch zwei. Ich glaube, es reicht nur noch für eine. Genau. Ne, komm schon. So, okay. Ich könnte theoretisch noch eine Bewegung machen. Brauche ich aber, glaube ich, gar nicht, weil ich stehe ganz gut da. Und beende meinen Zug. Aua. Immerhin hat Theos. Der andere dafür nicht. Ui, 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 ui. Sehr schön, das ist die sehr schön. So langsam. Jetzt kriegt das mit 3 zu tun. Und, oh, du bist ein Witz. Oder du bist ein Witz, je nachdem, wer das gerade gesagt hat. Ich weiß es nicht. Gut, ich darf wieder. Sehr schön. Trefferchance bei ihm ist 0, weil... genau. Sagt uns nicht, der ist mal verletet. Wie sie das gehört. Ha. Oha. Interessant, interessant, wer hier alles gegeneinander kämpft. Das ist, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Was haben wir da losgetreten? Ich find's gut. Ich bin bei Ladies Klasse, also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben meine Hochachtung.
sich dann mit dem Mepha zur Wehr setzen gegenüber den Gepanzerten da. Wenn auch häufig ohne Schaden, aber immerhin, sie tun ihr Möglichstes. Achso, ich darf und habe die Chance auf Dauerfeuer, das nutze ich natürlich. So, mein Freund. Nee, machen kann ich leider nichts mehr. Oha. Laufe! Ich müsste mal das ein oder andere Stimpack wieder benutzen. Da wird ja richtig umlagert. Und das ist nicht, weil die den so klasse finden. Versager! Das war's für ihn. Wow! Die Ladies sind engagiert, die nehme ich alle viel mit. Die sind super. Jetzt kümmern sie sich um den Barmann. Ich kann mir keine bessere Unterstützung vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist ein Traum. Gut, auch er ist ein Traum. Also das war ein traumhafter Schuss. Salvadors Mann wurde getötet. Bis auf den Barmann steht da keiner mehr. Ne? Um die Ladies da nicht zu verletzen. Laden sowieso und dann auf Einzel und dann auf ihn hier, wenn das denn geht. Jo. Oh, ich glaube, ich hätte und so nicht mal kurz heilen sollen. Ja, ich meine, gut, 34 geht noch. Der ist ganz gut umlagert, der Typ. Und kriegt jetzt schon die ersten Piekser verpasst. Allerdings verfehlt die junge Dame ein wenig. Dafür trifft die andere. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Und Cassidy besorgt den Rest. Warum tötet ihr jetzt die Damen? Weil die haben uns doch geholfen. Was macht ihr da? Guck mal, ob ich aus dem Kampfmodus rauskomme. Jetzt muss ich doch gegen die Ladies kämpfen. Das will ich eigentlich gar nicht, weil die waren doch nett. Also die haben uns doch geholfen und überhaupt. Und warum werden die als Gegner angezeigt? Das missfällt mir im Prinzip. Na gut, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss erstmal hier was für meine Gesundheit tun. Und zwar nicht zu knapp. Ich habe gedacht, die sind auf unserer Seite. Habe ich auch nur gedacht. Gut, dann beende ich erstmal meinen Zug. Und ja, da vorne steht einer rum. Die wollten sich zwar gegenüber ihren Leuten, die sie da malträtiert haben und ausgenutzt haben, zur Wehr setzen, aber ich glaube, die wollen den Laden hier übernehmen und so. Die sind dann doch noch nicht ganz so lieb. Schade eigentlich. Jetzt wird der Amelwick belagert. Und das nicht zu knapp. Kurz durch. Eine Lady weniger. So, ich bin auf Einzelfeuer. Das ist auch gut so, weil ich den armen Cassidy nicht erschießen, den armen Weg nicht erschießen. Ab in den Rücken. Noch ein schöner Rücken kann entzücken. Okay. Oha. Du Bestie. Ja, wer hat denn jetzt Angst? Ich eigentlich nicht, aber ich bin halt nur ein bisschen benutzt. Unangenehm berührt. Ein bisschen angesprochen. Je nachdem. Oh, danke, Vic. Das war sehr nett. Und dann würde ich bei der Gelegenheit nämlich hier wieder den hier machen und mich um diesen Herrn hier kümmern. So. Ich war seit Ewigkeit hier. Ja, warum ist sie jetzt hier? Auf den Armweg, mein Kerl. So, noch eine Dame weniger. Ist zwar sehr nett, dass du mich unterstützt, aber du solltest vielleicht auch deine Gegnerin versuchen klein zu kriegen. Die ich da ständig da versucht zu schneiden und zu pieksen und so. Was? Oh,
schon, der ist tot. Das hätte mir jetzt hier den Spaß ein bisschen versimmelt. Laden und dann hier mal und so. Das müssen wir nicht mehr spielen. Oh, das was? So. Okay. Mann. Wer hat los hier im Laden? Dauer und dann auf ihn. Sorry. So. Moment. Was ist jetzt hier los? Keiner will mir kämpfen. Kann das sein? Ich versuche mal aus dem Kampfmodus rauszu. Ah, das geht. Oder auch nicht. Wer will denn jetzt hier noch was von uns? Ist die ganze Stadt irgendwie auf den Beinen oder wie oder was? Für den Sieg? Moment mal, für den Sieg von deinen Freunden erhältst du 1110 Erfahrungspunkte. Ah, okay. Wir sind aus dem Kampfmodus raus. Okay, ja, Entschuldigung, dass ich den einen da angeschossen habe, aber der wurde halt auch, ne, rot umrandet angezeigt und war für mich in dem Augenblick Gegner. So ähnlich wie hier die Prostituierten, die uns da, ne, ans Leder wollten. Gut, wie sieht's mit den Kollegen hier aus? Waffen? Das nehme ich gerne. Und die Energiezellen nehme ich gerne mit. Alles andere kann er behalten. So, dann hätten wir... Wer war, warum, wo? Ich sehe vor allen Dingen nichts. Irgendjemand ist auf uns, ist aggro auf uns und soll sich angeblich in der Nähe befinden. Na gut, die Typen hier unten stehen immer noch rum, aber die tun ja nichts. Ja, wer ist denn da denn hier? Ich beende mal meinen Zug. Der rennt schon wieder weg. Aha, okay. Irgendwie niemanden. Na klar, die beiden waren klar, aber die haben ja nichts gemacht und irgendwie waren die ja auch nicht bin ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ist vielleicht hier noch jemand drin? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dass ich den nur nicht sehe. Nö, hier ist niemand. Hä? Diese... Wieg, mein Freund. Bevor du wieder wegrennst, wir müssen mal ganz kurz. Hallo? Lass du wollen. Ja, genau. Kampfkontrolle. Wieso bist du ständig auf der Flucht? Der hat diese tolle Klinge, der hat eine Kampfrüstung an. Also das gleiche Ding, was ich auch trage. Du brauchst einen Truppe, Nahkampf, dann Distanz. Ja, Abstand. Vielleicht, warte mal, Nahkampf. Ich gehe mal auf Nahkampf, weil er hat ja, na gut, er hätte auch Distanzwaffen, nur den nutzt er nicht, aber ich lasse das erstmal so. Fighting, Angriff, bleib in meiner Nähe. Ich mach mal den. Mal gucken, ob das was bringt. Wer mich angreift. Machen wir das mal so. Und dann schauen wir mal. Weil ich finde das schon etwas seltsam, ne? Also der hat sich sonst nie so verhalten. Also ich wüsste jetzt nicht. Das wäre es erstmal. So. Okay. Also den Kollegen da vorne habe ich gelootet. Dann kümmere ich mich mal um den da. Auch hier, Knete nehme ich mit. Die Waffe wird entladen. Hier mit den Energiezellen. Hatte ich den schon? Ich glaube nicht. Darf ich da mal hin? Danke. So.
Okay, hier damit. Ein Stück aus dem Raum. 245, immerhin. Oh, Entschuldigung, das war Mikro. Ich denke, damit kommen wir ein paar Meter weit. Ja, also das sollte zu machen sein. Ich wäre jedenfalls sehr, sehr glücklich. So, dann haben wir hier noch so einen Typen rumliegen. Ein Zuhälter. Ja gut, der kann mir sein Geld gerne geben. Was hat der dabei? Was ist das? Hier kommt das uninteressant im Prinzip. Hatte ich ihn schon? Ja, nee, Moment, doch, ja, ihn hatte ich schon. Der hatte Geld dabei und ja, alles klar. Gut, ist ja schon gut, ihr könnt aufhören zu schreien, ich hab's gemerkt. So. Ein von den beiden hatten wir schon, ihn anscheinend nicht, weil er hat seine Knete noch. Dann ist er auch hier, ne, noch entsprechend ausgestattet. Auch diese 8 sind mir willkommen. So. Bei dem ganzen Hin und Her habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Das war normal bei mir. Ja, damit. Nochmal 11. Das ist besser als Weihnachten, Ostern und Pfingsten und alles zusammen. Wir haben ja die netten Damen dabei. Die besitzen, voilà, immerhin etwas Geld. Das kann jetzt noch dauern. Ja, also ich denke mal, das geht jetzt noch ein bisschen. Da geht jetzt noch ein bisschen Zeit bei drauf. Entschuldigung dafür, aber Looten gehört normal zum Spiel. Und ein Spiel dieser Art, ja, diese Rollenspielgeschichten. Und das sehe ich jetzt nicht ein, da jetzt irgendwie auf meine Sachen zu verzichten. Das muss sein. So, ja, damit. Okay, glaube, Doris Mann. Oh, von dem Stuhl werde ich nichts kriegen. Die beiden haben wir erfolgreich looten können. Da haben wir etwas Geld, das wir mitnehmen können. Das ist schon mal nicht schlecht, das Messer darf er behalten. Das mit dem anderen Kollegen da. Oha. Na, komm schon. Da ist noch jemand. Ach, eine von den netten Damen. Nett in Anführungsstrichen. Erst waren sie uns ja eine gute Hilfe. Aber dann wollten die uns auch ans Leder. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Die waren eigentlich doch in Ordnung. Also machten eigentlich einen entsprechenden Eindruck. Otto. Also einfach mal stehen, sind dann das. Okay, den hatten wir. Da war doch noch einer irgendwie. Den haben wir auch schon. Okay. Ich sag ja nichts. Ich glaube, wir sind soweit durch. Da gibt es weiter nichts. Ist hier irgendwas zu entdecken? Außer irgendwie Krempel oder so. Gerümpel ist hier wohl. Ist hier wohl Stotter, Prall, nichts dabei. Ich meine, ich hätte oben bei irgendeinem von den Klo-Kollegen die Waffe nicht mitgenommen, aber ich glaube, ich auch vergessen, da die Waffe zu entladen. Der hat nichts mehr, außer der Rüstung. Und dann war das doch nicht so, dann war das was anderes. Bei dem Kollegen da habe ich alles mitgenommen. Okay, ich denke mal, dann sind wir hier durch. Vorsichtshalber speichern. Vorsichtshalber den Bitboy nochmal anschmeißen. Oh, das geht sogar. Dann sollen die Leute sich nochmal erholen. Ich mich selber natürlich auch. Dunkel.
wieder dunkel. Irgendjemand aus meiner Gruppe scheint ziemlich angeschlagen zu sein. Vielleicht noch mehrere. Kann natürlich auch sein. Ich denke da an jemanden, der sich da hinlegen durfte. Ich glaube zwei sogar, ne? Die da etwas. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf. Wie viele Tage sind jetzt schon vorbei? Vier? Um den Dreh rum? Oder? Moment mal. Die Uhr läuft. Ach, hier vergehen auch die Tage. Ich wollte schon sagen. Die Uhr läuft hier ständig, die Tage vergehen, aber hier tut sich nichts. Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber nee. Die Tage gehen dahin. Das darf nicht wahr sein. Boah, wie viele Tage haben wir jetzt gepennt? Sechs, sieben? Ich habe nicht mal mitgezählt. Okay. Dann waren die aber ziemlich angeknabbert. Hölle. Ja, dann direkt nochmal speichern. Das war's dann mit den Salvatores, ne? Also die sind jetzt wohl hier in der Stadtgeschichte, denke ich mir mal. Was nicht das Schlimmste ist. Ich denke, ich werde hier auch ein wenig aufräumen. Also wieder so ein Ruckler, so ein Verdammter. Bei irgendeiner Firma, vor allen Dingen bei irgendeiner Mafia-Familie würde ich mich ganz gerne anschließen. Vielleicht bei den Bischofs, dass wir das mal sozusagen mitgenommen haben. Die hier ihren Sitz. Ist nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich habe ja gespeichert. Ich kann mal ganz kurz mal die Nase reinstecken. Was? Muss Rino lieben? Haben wir hier schon drin? Das wird so auffällig bewacht. Aber die Tatsache, dass ich hier nicht weiterkomme, dass ich nicht nötiges Ende Gelände. Dass hier nicht unbedingt was viel Wichtiges oder nicht viel Wichtiges zu finden ist. Egal, hier war glaube ich irgendwie jemand oder so, ne? Oder hier ist noch jemand, genau. Gut, ich gehe mal nach oben, ich gucke mal, wer da zu finden ist. Das sind die Bischofs. Genau. Da werde ich aber erst später nochmal mich melden und mit dem da ins Gespräch kommen. Um das dann entsprechend abzuschließen, ne? Also indem ich da halt dann versuche beizutreten. Ich hoffe, das klappt. Wenn ich mal Pech gehabt. So. Gut. Das war der. Die Whites, die lasse ich erstmal. Kümmere ich mich vielleicht später drum. Da hätten wir aber noch jemand anderen. Sag ich da mal guten Tag. So. Genau. Hier im Desperado sind die zu finden. Was ist denn los? Ich mache Hundefutter aus dir, das fängt ja gut an. Das, ja, okay. Ich meine, ich hatte ja eh vor, hier irgendwie aufzuräumen, aber warum die jetzt auf uns schießen, erschließt sich mir jetzt nicht. Ist das irgendwie, weil ich, 51. Das kann lustig werden. Weil ich jetzt mit dem Salvatore da Krieg angefangen habe oder so. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also sind die dann sozusagen alle sofort angepisst, so nach dem Motto, irgendwie, der ist jetzt gegen uns. Weil eigentlich dürfte es denen ja egal sein, wenn ich den jetzt sozusagen den Konkurrenten ausschalte. Sollte das denen doch eigentlich entgegenkommen? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, hier, also der Bischof, der hat ja nichts gemacht. Der war ja irgendwie, also die Leute, die da rumstanden, die waren ja recht friedlich. Okay, wir werden das herausfinden, auf jeden Fall. Dann in der nächsten Aufnahmerunde. Jetzt werde ich jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt hier mit denen irgendwie klarkomme. Und wenn nicht, habe ich gleich noch ein Problem. Wie das sich aus, wie darstellen wird, wie wir hier weiter vorgehen und wie das Ganze für uns ausgehen wird. Wie gesagt, in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Genießt den Tag.